Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen. Heute ist ein endgeiler Tag. Ich bin mega aufgeregt und zugleich glücklich. Heute ist das offizielle und na, wer kann es sich denken? AMD Ryzen 7 Pressekit Reviewers Kit bei mir angekommen. Dort drinne schlummert das Topmodell 1800X in Kombination mit Arbeitsspeicher, Mainboard und CPU-Kühler. Und ich weiß, dass sich das Mainboard bei diesen Pressekits doch mal hier und da etwas unterscheidet. Deswegen bin ich super interessant, was hier drinne schlummert, aber gerade natürlich auch super heiß auf den 1800X. Wir machen das heute ganz einfach. Ich packe das ganz klassisch in einen Unboxing aus und lasse euch dabei einfach mal teilhaben an meinen Emotionen und Eindrücken zu diesem Pressekit. Damit würde ich sagen, legen wir los. So Freunde, los geht es mit dem Unboxing des offiziellen AMD Ryzen 7 Pressekit bzw. Reviewers Kit. In diesem ganz großen Karton, der letztens ins Haus geflattert ist, befand sich zunächst einmal noch ein zusätzlicher CPU-Kühler und zwar aus dem Hause Noctua und das ist der NH-U12SSE ARM 4 in der Special Edition, sozusagen eine AMD ARM 4 Pressekit Edition mit einem NF-F12 Industrial PWM Lüfter. Den schauen wir uns gleich an. Ich denke einfach mal, von größter Wichtigkeit ist einfach dieses Paket, diese Box, das Reviewers Kit, und es fühlt sich einfach so unglaublich wertig an. So schön gemacht das Ganze, minimalistisch und auch hier mit diesem AMD Ryzen Schriftzug das Ganze eingraviert. Wow, ich bin super aufgeregt, ich habe gerade Gänsehaut und dann legen wir los. Wow, Freunde. Ein unglaublicher Moment für mich, wow. Are you ready for AMD Ryzen? Oh ja, sowas von. Your Ryzen is here. Okay, und hier haben wir den Prozessor in einer richtigen Box, sehr geil. AMD Ryzen 7. Und zwar das Topmodell 1800X. 8 Kerne, 16 Threads zu 3,6 GHz, 4 GHz Precision Boost und einfach wow. Dazu kommen wir gleich. Wir schauen uns mal den Rest des Pakets bzw. der Pressebox an. Befindet sich noch ein Mainboard und eigentlich sollte auch Arbeitsspeicher dabei sein. Den fühle ich hier oder habe ich auch hier schon in der Hand. Und zwar, was haben wir hier? 16 GB Corsair Vengeance LPX DDR4 Arbeitsspeicher, 2x 8 GB zu 3000 MHz. Richtig geile Sache. Ein neues Kit, Vengeance 3000 MHz, 16 GB. So, und dann habe ich, wie ich sehe, ein Gigabyte Aoros Mainboard bekommen. Das ist jetzt nicht unbedingt immer der Fall. Es gibt auch Pressekits, die haben ein Asus Mainboard drin oder ein MSI Mainboard. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel das Gigabyte Aoros AX370 Gaming 5. So ein bisschen Ordnung geschaffen hier, legen wir los mit dem Unboxing des Noctua CPU-Kühlers, dem NH-U12SE ARM4 in der Special Pressekit Edition. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. So, hier haben wir dann das sozusagen Zubehörpaket mit dem Installation-Material, Werkzeug, Wärmeleitpaste und so weiter und so fort. So, und da haben wir in den Noctua NH-U12SSE in der ARM 4 Edition mit einem NF-F12 Industrial PWM Lüfter im kompletten schwarzen Design. Finde ich persönlich sehr gut, denn das normale Noctua Lüfterdesign ist jetzt nicht unbedingt so meins. 120er Lüfter, natürlich mit PWM-Anschluss, so wie es sich halt auch gehört. Und ja, typische Noctua-Qualität, sehr hochwertig das Ganze, macht einen sehr guten Eindruck. Ja, schickes Ding. Legen wir das mal kurz beiseite. Und dann machen wir weiter mit dem Arbeitsspeicher, wie gesagt, Corsair Vengeance Module, insgesamt 16 GB zu 2x 8 GB mit einer Taktung von 3000 MHz. Ich nutze die selber auch privat in meiner eigenen Workstation und hier, wie gesagt, zwei Module zu jeweils 8 GB in schwarz, die gibt es übrigens auch in weiß oder auch rot und blau, falls das jemanden jetzt interessieren sollte. Zwei Module, Dual-Channel-Einbindung. Relativ easy cheesy das Ganze. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Teil der Unboxing-Geschichte des Pressekits von AMD. Und zwar dem Mainboard.
das Gigabyte Aorus AX 370 Gaming 5. Und auch da, ja, das wird jetzt ein bisschen knistern, das nehme ich mal raus. Ihr seht hier schon die, das Mounting-System für den Noctua-Lüfter. Das ist natürlich standardmäßig, wenn ihr euch dieses Mainboard zulegt, nicht dabei. Da habt ihr dieses klassische AMD-Bracket. Und auch auf der Rückseite sehen wir auch hier schon eine passende Backplate. Ja, das Aorus Mainboard gefällt mir persönlich mit am besten von den Mainboards, die ich bisher so gesehen habe, die der Markt schon derzeit bereitstellt. M.2, U.2, SATA Express ist auch dabei. Ob man das braucht oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Und ansonsten ist das Mainboard natürlich auch ausgestattet mit jeder Menge RGB-Beleuchtung, Overclocking-Features, dem Killer Ethernet E2500, Chip für einen optimalen Gaming-Genuss und ansonsten auch hier im I.O.-Bereich eine sehr hochwertige Ausstattung. HDMI ist auch dabei, denn man kann ja auf diesen Mainboard bzw. Mainboards Mehrzahl mit ARM4-Socket auch die APUs installieren für diese Plattform. Und ja, ich finde das Mainboard einfach sehr schön. So, und jetzt kommen wir zum Star des Pressekits, und zwar den AMD Ryzen 7 1800X. Ich bin super mega happy. Es ist einfach unglaublich, dass ich dieses Ding in meinen Händen halten kann. Und hier steht extra drauf, not for sale und no heatsink included. Das bedeutet, hier ist kein CPU-Kühler dabei. Ich kann euch aber auch gleich noch sagen, dass das auch bei dem 1700X der Fall ist. Denn diese beiden CPUs besitzen keinen CPU-Kühler in dieser klassischen Boxed-Version. Nur der kleinste 1700 ohne irgendwas dahinter, ohne X und so weiter, der kommt mit einem neuen CPU-Kühler. Und soweit ich weiß, ist das der Spire-Kühler, also Race Spire. Machen wir das gute Stück auf. So, wie die Box schon sagte, no heatsink included, aber hier ist auf jeden Fall Platz für die neuen, sag ich mal, Wraith CPU-Kühler. Die sind ja auch insgesamt sehr nice anzusehen, 3 Stück gibt es davon. Und ja, was befindet sich noch in der Box? Das klassische AMD-Heftchen, Installation Instructions und so weiter und so fort. Das kennen wir ja eigentlich auch schon von früheren AMD-Prozessoren. Und dann befindet sich noch natürlich der AMD Ryzen in dieser klassischen AMD Plastikhülle und eine Sticker gibt es auch noch dazu. Noch ein paar allgemeine Infos dazu. Der 1800X ist derzeit das Topmodell der Ryzen 7 Generation mit 3,6 GHz Basistakt und 4 GHz Precision Boost, sozusagen der Turbo Boost. Und das Ganze, beziehungsweise der 1800X bietet 8 Kerne und 16 Threads, 20 MB Cache. Ja, wir haben hier immer noch bei AMD diese klassische PGA-Plattform mit diesen Pins an der CPU und nicht wie bei Intel die Pins in dem Sockel. Und das ist also hier bei der neuen AMD ARM4-Plattform geblieben. Wir haben alle jahrelang darauf gewartet, dass AMD mal wieder zurückkommt auf den Markt und das Monopol von Intel mal so ein bisschen einstellt. Es ist auf jeden Fall Zeit und auch Zeit für eine Revolution auf dem Markt. Ich werde diesen 1800X testen. Ja, es ist einfach unglaublich. Ich bin mega happy und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das steht ganz klar in den Startlöchern zum Thema AMD ARM4 Ryzen 7 1800X. Und kleiner Spoiler-Alarm noch, die anderen Versionen bekomme ich auch noch. Also 1700X und 1700. Gut, meine Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und damit werde ich jetzt erstmal ein bisschen testen. In diesem Sinne, bis neulich und ciao.